Hallihallo und herzlich willkommen. Hier gehen die Grüße einmal raus an Veganmaus, Papste von Dissern und natürlich die KMS. Ich grüße euch. Und da möchte ich nur noch einmal was sagen. Dankeschön an die DKMS, dass ihr immer so tolle Arbeiten macht. Ich danke euch. Hey, da muss man jetzt ehrlich gesagt mal lobende Worte finden. Und dann auf jeden Fall noch eine Sache. Ich werde ein neues Intro zusammenbauen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, das neue Intro. Und wie gesagt, ich werde da eins bauen. Ich sag euch dann auf jeden Fall Bescheid. Wenn ich eins zusammengeschnitten habe, das wird ungefähr nachher sein, werde ich das auch machen. Das Intro. Es wird! Und deswegen. Es wird natürlich dann ein bisschen länger gehen, das Intro. Ist klar. Aber es muss sein. Es muss einfach mal sein. Ich hoffe, ihr seid mir dann auch nicht böse, wenn ich das Intro mache. Verzeihung. Ich versuche nicht wegzuschwimmen, ich versuche dich zu erschießen. Da bist du!
Nee, auf jeden Fall werde ich dann ein neues Intro zusammenbasteln. Das wird dann ungefähr 30 Sekunden gehen. Ja, ja gut, aber jetzt muss man sagen, also die Intro länger. 35 Sekunden ist natürlich ein bisschen übertrieben, würde ich ganz ehrlich sagen, von meiner Seite her. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, die Intro-Länge. Dass die so 10 bis 15 Sekunden. Und dann kommt der Abspann. So hatte ich das überlegt. Das werde ich aber zusammenschneiden und das also zweimal, ja, einmal so werde ich machen. Ja, die Bilder raus. Einmal fertig machen. Ja, genau. Zweimal werde ich das Video bearbeiten. Werde ich dann einmal den das Intro für die vordere Zeile hat und einmal das und den Abspann. So will ich das schneiden hinterher. Und dann will ich hoffen, dass es euch dann gefällt, zumindest einige von euch. Verdammt! Was? Ich töte dich! Meine Güte, ne? Thank you.
Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Nee, aber wie gesagt, ich werde da ein neues Intro machen und dann passt das für uns. So, wir greifen jetzt natürlich die Römer deswegen, weil wir natürlich auch so das Level bekommen wollen. Ja, tut mir leid, geht halt einfach nicht anders. Das muss sein. Also ich bin mindestens auf Level 33, bevor wir da die Hauptstory weitermachen. Deswegen. Also noch 7 Level will ich aufsteigen. Weil das erstmal so machen. Hey. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich bin ja selber gestorben. Oh. Das ist natürlich kacke. Pass auf, hier stimmt was nicht. Ich deck dich, sei unbesorgt. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen.
was gefunden? Bisher nicht. Hey, was? Plündern gehabt. Weiter dampfen. Also E-Zigaretten natürlich. Einfach da oben hin, den Schnellreisepunkt aktivieren. Merui juem peramche, imine kenek nunene, iu exetit neke, uvenekem kene. Die denn? Der ist so ein Lied getrellert. Und dann muss man doch mal zu ihr. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Okay. Ah.
Zuerst den Ritualgegenstand. Und dann die Vögel jagen. Erstmal nach da oben. Rote Hände! Auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach hier hoch. Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Im Tempel scheint es genauso viel Neid und Intrigen zu geben wie am Hof. Statuetten? Ein Magi. Wie überraschend. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Verzeihung, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Ein Inventar? Ich sollte mich weiter umsehen. Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Schesch. Ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ah, sie verbirgt etwas. Die Hände.
Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Timehotep wird sich freuen. Lang genug umgesehen, Magi. Du verängstigst die Kunden. Ich reiß dir die Eingebäude raus. So. Dann müssen wir mal gucken. Wo kriegen wir diese scheiß Vögel her? Arbeitet zusammen! Jetzt kommt keiner!